Hallo und herzlich willkommen wieder bei Optionsstrategien TV. Und nachdem wir uns beim letzten Mal in einem der Videos schon unterhalten hatten, wie man den Crude Oil handeln kann, sprechen wir heute mal über Metalle. So, wir sprechen natürlich nicht einfach über herkömmliche Metalle wie etwa Aluminium oder Stahl, sondern es geht natürlich um Edelmetalle. Und was ich hier in der Hand habe, sind zwei der Vertreter dieser Edelmetalle, nämlich einmal hier, man sieht es, relativ groß, eine Silberunze. Das ist ein kanadischer, ich glaube Maple Leaf heißt das hier, eine Unze, also so um die 31 Gramm schwer, kostet momentan etwa 17 Dollar. Und was ich hier habe, man sieht es sehr, sehr klein, ne? Also wenn man mal hier so einen Finger daneben hält, das ist eine Zehntel Unze Gold, ein Wiener Philharmoniker, kostet immerhin den stattlichen Preis von um die 120 Dollar aktuell, hat aber auch schon mal fast 190 Dollar gekostet, weil ja momentan eine Unze etwa 1200 Dollar kostet. Wie gesagt, Höchstpreis im Jahr 2011 waren ja schon mal fast 1900 Dollar. Wie können wir das Ganze jetzt nutzen und wie können wir das jetzt als Optionshändler umsetzen? Die meisten von uns, die mit den Future-Optionen handeln, die werden das natürlich auch entsprechend mit den Future-Optionen machen. Also hier die Gold-Optionen bzw. die Silber-Optionen. Damit wir uns mal eine Vorstellung machen können, wie groß diese Kontrakte sind. Wenn wir uns so einen Future anschauen, der aktuell, wie gesagt, roundabout 1200 Dollar etwa kostet. Ein Future besteht aus 100 Unzen, das heißt, wir müssten das Ganze mal 100 rechnen und also zwei Nullen ran, dann sehen wir, so ein Future-Kontrakt hat einen Umfang von aktuell 122.000 Dollar, ist also schon ein sehr, sehr teurer Kontrakt. Beim Silber kostet die Unze, wie gesagt, roundabout 17,50 Dollar, sind 5.000 Unzen in einem Future, also auch eine ganze Menge, ist also auch, überschlagen wir es mal ganz grob, also drei Nullen ran, wären wir bei 17.000, auch so ungefähr, also um die knapp 100.000, 90.000 Dollar etwa. Und das ist natürlich der Grund, warum viele sagen, ah, das ist mir zu viel, die Future-Optionen, ich handle die nicht gern. Ich persönlich handle sie eigentlich ganz gern, weil gerade Gold auch relativ liquide ist. Silber hat immer sehr, sehr hohe Prämien, weil die implizite Volatilität beim Silber eigentlich sehr hoch ist, aber man hat immer so ein bisschen bei den Silber-Futures das Problem, dass die Spreads teilweise sehr groß sind und dass auch nicht an jedem Strike wirklich gute Preise gestellt werden, sondern oftmals nur an runden Zahlen. Also jetzt beispielsweise, wer Calls machen würde an der 20 und an der 20,5 und dann an der 20,75, die dazwischen 20,6, 20,65 und so weiter, die werden oftmals sehr, sehr weit gepreist, ist also nicht ganz so liquide der Handel. Und deswegen können wir auch, wenn wir das wollen, auf ETFs ausweichen, beispielsweise hier auf den GLD und auf den SLV, zwei ETFs. Der GLD entspricht einer Zehntel Unze, kostet also ungefähr so um die 120 Dollar, Bezugsverhältnis der Option mal 100 wieder, weil jede Option sich wieder auf 100 Stück bezieht. Und hier der SLV um die 17, 18 Dollar aktuell. Und auch hier ist eine Unze und bezieht sich auf 100 Stück. Vorteil dieser ETFs ist, dass sie keine keine auf Future-Basis basierenden ETFs sind und somit auch keine Rollverluste haben, sondern es sind physisch hinterlegte ETFs. Das heißt, das Gold ist tatsächlich da und deswegen haben die also keinen allzu großen Abstand zu den wirklichen Future-Preisen. Gerade wer anfängt mit Optionshandel, wer das erste Mal was machen will, der ist hier sowohl im GLD als auch im SLV eigentlich recht gut aufgehoben, weil die wirklich eine sehr, sehr schöne Liquidität haben, weil auch die Optionen sehr gut gepreist sind, weil viel Liquidität in den Optionen sind. Also so um die ersten Trades zu machen, ist das sicherlich sehr, sehr sinnvoll, mit denen anzufangen. Natürlich muss man bedenken, wenn ich jetzt einen ETF handel, genau wie eine Aktie, die irgendwie hier so 17 Dollar kostet, dann sind natürlich die Prämieneinnahmen nicht sehr hoch. Das heißt, ich kann ja nicht erwarten, dass ich 50 oder 100 Dollar für so eine Option bekomme, sondern vielleicht eher 30 Dollar oder 25. Und das muss man dann wieder mit den Gebühren in Verbindung setzen, ob sich das lohnt, je nachdem, bei welchem Broker ihr seid. So, man kann natürlich aber auch, und das machen auch ganz viele,
Aktienhandel, und zwar Goldminenaktien, Silberminenaktien. Viele sagen, okay, wenn Gold steigt, müssen auch unbedingt die Goldminenaktien steigen und umgekehrt. Das ist aber nicht ganz so, denn man darf nicht vergessen, natürlich wirkt eine Veränderung des Goldpreises immer wie ein Hebel auf die Erträge der entsprechenden Minenaktien, aber oftmals sind diese Firmen breit aufgestellt, das heißt, sie investieren eben nicht nur in Gold oder Silber, sondern beispielsweise auch in Kupfer oder andere Bergbaubereiche. Und zum anderen ist es natürlich so, dass viele auch große Probleme selbst haben, selbst wenn der Goldpreis steigt. Wir hatten das in den letzten Jahren, selbst in steigende Goldpreise hinein, etliche Firmen, die in Südafrika waren, durch die Veränderung des südafrikanischen Rands gegenüber dem Dollar, dass die dann entsprechend schlecht performt haben, obwohl der Goldpreis gut gelaufen ist. Aber übergeordnet kann man sagen, wenn wir eine lange Phase steigender Edelmetallpreise haben, wie etwa zwischen 2000 und 2011, dann gehen natürlich auch die Minenaktien. Ich habe ja mal zwei Vertreter herausgesucht, die Newmont Mining, ziemlich große Firma, auch in vielen Fonds vertreten, oder die Barrick Gold, auch eine große, solide, in Anführungszeichen, Firma. Und wir sehen aber auch hier die Preise nicht allzu hoch, 27 Dollar, 13 Dollar. Aber sehr liquide zu handeln, auch sehr gute Optionsprämien oder beziehungsweise sehr gute Optionsliquidität können wir also recht gut umsetzen. Wer jetzt sagt, Einzelrisiko einer Aktie, das ist mir nicht so ganz geheuer, der geht auf Indexprodukte, nehme ich zum Beispiel auf den GDX. Das sind die Gold- und Silberminen, ein Index von Gold- und Silberminen. Und dann gibt es noch die sogenannten Gold- und Silber-Junior-Minen, also die ganz kleinen, die sehr viel Exploration machen, die noch nicht so viel Bestände haben. Wenn die was finden oder insgesamt, wenn die Goldpreise oder Silberpreise hochlaufen, dann steigen die besonders stark mit. Aber wir haben das in den letzten Jahren gesehen, wenn es eben nicht so läuft, der Goldpreis von 1900 auf 1200 runter, ordentliche Rücksetzer, aber jetzt auch keine 50%, diese Minenaktien teilweise 90% am Wert verloren, das heißt hochspekulativ, und deswegen ist es nur eine Beimischung, definitiv nichts fürs Langfristportfolio. Ich weiß, da werden jetzt die Goldfans widersprechen, aber man braucht sich nur die langfristige Historie anzuschauen. Insgesamt aber die Edelmetalle natürlich ein Supermarkt zum Handeln, egal ob man jetzt Bulle ist oder ob man Bär ist. Wir als Optionsverkäufer schauen ja eh immer so ein bisschen dahin, wohin geht der Preis nicht. Und wenn man das Ganze mit einer vernünftigen Volatilitätserwartung verknüpft, dann kann man ja wirklich sehr, sehr schöne Trades machen. So, und wenn man das halt ordentlich macht, dann wird es vielleicht auch ein bisschen mehr als hier diese kleine 1/10 Unze. Und ganz wichtig beim Handel von Gold und Silber ist eins. Viele Händler neigen dazu, eine private Meinung dazu zu haben. Also, dass sie sagen, okay, Gold muss doch steigen wegen zukünftig zu erwartender Inflation und so weiter. Als Trader sollten wir uns auch von dieser Idee verabschieden. Wenn wir langfristige Investoren sind und wir sagen, okay, ich kaufe mir jetzt Gold und Silber fürs private Depot, dann ist das eine andere Geschichte. Als Trader sollten wir das handeln, was der Chart uns zeigt, was uns die Märkte zeigen. Und wenn es eben nach unten geht, dann verkaufen wir besser Calls. Und wenn es nach oben geht, dann verkaufen wir eben besser Puts. Das war's für heute. Demnächst gibt es ein Video, da stelle ich noch ein paar weitere ETFs vor. Und bis dahin, euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.